Darf ich? Hallo erstmal, Mensch. Toll, dass es geklappt hat. Ja, super. Also ich mache es jetzt offiziell. Das ist Yuri DeMarco, Artist Director. Ja, künstlerischer Leiter. Künstlerischer Leiter vom Stegreif Orchester. Ich glaube, er kann da mehr drüber erzählen als ich. Ich bin da allerdings voller positiver Emotionen, weil ich habe die Jungs und Mädels schon erlebt. Und habe, das ist auch skurril, am letzten Sonntag eine andere Arbeit begangen im Samariter, bei der Samariterstiftung in Tübingen. Und da haben wir eine Sängerin, eine Jazzsängerin und einen Klavierspieler aus Tübingen. Und dann habe ich denen das erzählt, dass sie kommen. Dann haben die gesagt, oh, die konnten heute nicht, die sind irgendwo im Allgäu. Dann haben die gesagt, oh, toll, ganz toll, was, mit denen wollt ihr auch arbeiten? Es gibt nichts Besseres als ihn. So, das war jetzt die Vorschusslorbeeren jetzt an, ja. Ran an den Feind. Versteht ihr mich auch ohne Mikrofon? Ja? Dann spreche ich mal ohne. Genau, als erstes würde mich interessieren, wer denn hier alles so sitzt. Vielleicht mal kurz so ein paar Positionen. Ich bin leider auch erst seit 15 Minuten hier. Also vielleicht, von welcher Richtung kommen Sie? Ich bin neu im Freiburg. Also einmal bin ich Angehöriger von jemandem, der mich sehr verändert hat. Ja. Und einmal bin ich in der Eisenhilfe auch tätig. Okay. Wer ist denn noch tätig? Mhm. Wer ist in der Kunst tätig? Gibt es noch was anderes politisch aktiv? Die haben wir gar nicht eingeladen. Ja, das hat mich dazu bewegt, ein Orchester zu gründen. Also, vielleicht sind jetzt hier mein Name. genau, ich bin Gründer und Leiter dieses Orchesters. Was machen wir da anders? Also, wir haben beschlossen, ein bisschen umzudenken. Also, ganz viele Strukturen, die irgendwie auch Menschen vielleicht. Also sei es ein Kinderkonzert oder sei es ein Demenzkonzert oder sei es ein anderes Konzert, gehen oft daran, dass es überhaupt stattfindet, aber wir wollen irgendwie so dran gehen, dass wir das Format hinterfragen. Also wie muss Kunst stattfinden, dass es quasi Leute am meisten bewegt. Das ist quasi unser Ansatz, und zwar nicht zu sagen, okay, unser Orchester sitzt jetzt irgendwie in einer normalen Aufstellung und wir positionieren jetzt die neuen Leute, sondern Wie kreieren wir die Musik, damit sie quasi alle am meisten einnimmt? So. Genau. Das hat zur Folge gehabt, dass wir ohne Dirigent spielen, ohne Stühle und auch auswendig spielen. Das bedeutet, dass wir dadurch frei werden, uns in den Raum zu bewegen und auch einen Klangkörper um ein Publikum entstehen zu lassen, zum Beispiel. Oft haben wir auch das Bedürfnis auch gar nicht erst zu spüren, sondern dass man quasi auch, es gibt quasi vereinzelte Elemente im Raum, wo man hinsetzen kann, aber sonst kann man auch mitwandeln und kann sich quasi mal von da angucken und mal von da und geht dann immer mit. Und, ja. Das ist gar nicht so einfach zu proben, wie man sich vielleicht vorstellen kann, aber es macht sehr viel Spaß. Es ist gut, ne? Glück gehabt. Ja, weil es ist dann immer einfacher. Ich möchte das ganz kurz präsentieren und ganz viele Worte helfen oft nichts. Oft ist es viel besser, kurz ein Video zu gucken. Und wir haben ein kleines Video, wo ich das auch kurz beschreibe und wo das immer hinterlegt ist, auch ein kleines Beispiel. Das würde ich jetzt unter eurer Genehmigung mal abfeuern. Genau. Thank you.
es ist eine Attitüde, was das Konzertwesen mittlerweile hat, was nicht mehr so authentisch oder nicht mehr so frei ist. Es sind Abläufe, die man nicht so richtig hinterfragt. Und wenn ich ins Konzert komme und weiß, ich muss jetzt still sein, ich darf nicht klatschen, ich darf nicht tanzen, das sind alles so unterbundene Emotionen und Haltung, die mich irgendwann total verrückt gemacht haben. Zum Beispiel total üblich, dass im Barock improvisiert wurde, dass es oft kein Dirigent gab. Und genau so denken wir weiter. Wir haben hier keinen Chord beiseite, aber dann sind wir halt selber der Chord. Natürlich ist es dann so, ich höre dann eine E-Gitarre. Gut, dann nehmen wir halt eine E-Gitarre. Ich brauche einfach einen richtig krassen Hut. Und dann brauchen wir das Schlagzeug. Und wenn sich das für alle 30 richtig anfühlt, kann man eigentlich fast nicht viel falsch machen. Wenn man einen Komponist verändern möchte, und zwar auf einer respektvollen Art und Weise, muss man eigentlich erstmal so weit gehen, bis man ihn eigentlich verstanden hat. Für mich geht das sogar weiter, als einfach nur den Komponisten so zu spielen, wie er wirklich klingt. Satzanalyse gemacht, ich habe danach gewusst, welches Thema er wann wieder verarbeitet, wann der Teil A kommt, wann der Teil B kommt, wann der Teil C. Und diese Struktur, der haben wir uns bedient. Und zudem sind halt quasi Elemente entstanden, die am Schluss jetzt der vierte Satz. Und wenn man die Synkope nur 8 nach hinten sieht, dann kommt halt ein original kubanischer Beat raus. Trotzdem ist es aber wichtig, den Brahms so zu verstehen, wie er geschrieben hat. Und der endet nicht in der kubanischen Tanzstimmung, sondern er endet schlicht, er endet ruhig, er endet wieder in sich gekehrt nach den ganzen Erlebnissen, die man durch diesen Film gemacht hat. Ja, vielen Dank. Also das war auf Grundlage der dritten Symphonie von Brahms. Kennt jemand sie ganz original hier im Raum? Ja? Juhu, einer von euch. Drei. Genau, schönes Stück. Genau, um das jetzt noch ein bisschen zu vertiefen, da sind jetzt viele Dinge angerissen worden, wie wir arbeiten und wie wir so funktionieren musikalisch. Mit sich bringt. Gerne wäre ich natürlich mit den anderen 29 der Ordnung reist, aber die sind gerade auf dem Weg nach Künstlingsaugen, wie gerade schon gesagt, schon heute Morgen um 5:30 Uhr losgefahren, gestern noch ein Konzert gehabt und mal in Berlin. Das gerade mit der Spur sind wir gerade. Genau. Dieses Stück hat ja die Wohnung gerade geschlossen und wir gehen ja auch das ganze Stück. Weil es eben für uns ein wahnsinnig weniges Musikstück ist und total verrückt, weil jeder Satz am Schluss total in sich gekehrt endet. Also kein einziger Satz schließt in einem großen, lauten Schluss, sondern es ist alles ganz leise am Schluss. Und genau deswegen dachte ich mal, wir probieren das hier mal aus. Weil das machen wir auch oft in den Konzerten und das hat eine total schöne Wirkung auch im Kontext für jegliche Art von Menschen.
Ich weiß leider nicht viel über Demenz, ich habe mich ein bisschen gelesen. Weißt du das aber, dass Menschen mit Demenz in jeglicher Form eher das Jetzt genießen, was ich total schön finde. Und das ist eigentlich so die Grundeinstellung von unserem Orchester auch. Weil wir uns das Thema Integration fasst total viel. Also, wie ich da schon geschrieben habe, hat das seinen Ursprung schon im Barock gehabt, in der Klassik. Also, Gänze improvisiert, hat man den Moment dazu genutzt, um das zu spielen, was einem in diesem Moment einfällt, und nicht das, was gerade geschrieben steht. Und das zu tun, ist total, das hat eigentlich schon die Magie. Genau, und noch schöner ist es, wenn man zusammen improvisiert. Dass man nicht irgendwie alleine davor steht, sondern. Das heißt, ich habe hier meine Reisetrophäe dabei. Eigentlich bin ich Hornist. Aber für die Reisen, und das akzeptiert auch das Flugzeug, deswegen ist mein Horn ins Auto gefahren und die Trompete jetzt in hier. Werden wir was Kleines ausprobieren. Und zwar, Partizipation. Let's try. Ich teile euch nun in drei Gruppen. So, das ist die erste Gruppe hier. So, gleich. Ja. Dann machen wir so die zweite Gruppe. Und hier, das sind natürlich die starke Gruppe. Und ich werde jetzt quasi kurz mal. Genau, Benennung. Erste Gruppe. Singt diesen Ton einfach. Wir präsentieren jetzt ein gemeinsames Musikstück und wir sind jetzt quasi ein doch 40-köpfiges Stehkraftorchester und ich bin nicht mehr alleine und wir haben jetzt folgende Improvisationsregel: Wenn ich nach vorne laufe, werde ich lauter, und wenn ich sitze, werde ich leise. Wenn ich einen Schritt zur Seite tue, wechsle ich den Akkord, und wenn ich einen Schritt zur Seite tue, wechsle ich den Akkord. Das sind die Parameter. Irgendwelche Fragen? Okay, also kurz ausloten. Also wenn ich hier stehe, ist absolute Ludus Pianissimo, also sehr, sehr leise. Wenn ich jetzt quasi hier so an der Tischkante bin, beziehungsweise dass ich die Kabel angekommen bin, ist es sehr, sehr laut. Okay? Genau. Deswegen gebe ich jetzt eine Einstiegsdynamik, die ist sehr leise. Und gebe noch meine Töne. Thank you.
wunderbar. So läuft das ungefähr bei uns manchmal. Nur, dass wir dann quasi insgesamt 30 Musiker sind, wo von 12 circa Streichinstrumente spielen, 10 Bläser und dann haben wir eben noch die Gitarre besetzt, ein Drumset, ein Saxophon, was jetzt eher ungewöhnlich ist, womit wir auch nochmal neue Soundarten erzeugen können. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Mach mal kurz noch ein bisschen weiter. Na, hier erkläre ich das. So. Herzlich willkommen. Ich dachte, ich mache mal einen kleinen Ausblick, wie wir einen Stegreiftag verbringen. Das heißt, wie ein Stegreiftag abläuft, da der auch sehr vom Moment geprägt ist. Wir haben zwar gewisse Rahmen, aber in diesem Rahmen bewegen wir uns immer so, wie wir uns gerade fühlen. Es beginnt meistens mit einer Stille. Wir sind absolut still und dann genießen mal einfach kurz keine Musik, kein Gerede zu hören. Dann machen wir ein kleines Warm-up. Dann gehen wir in die Rekomposition eines Werks, das wir uns vorgenommen haben. Lernen es dann auswendig, was meistens so ein bisschen dauert. Mindestens so 3-4 Wochen, bis man so ein Werk, also so eine komplette Symphonie verinnerlicht hat. Dann spielen wir das Konzert und am Schluss haben wir die Möglichkeit, ein kleines Feedback zu geben. Also, das heißt, wir sitzen im großen Kreis und sagen uns, was wir fühlen, was wir gerade gut fanden, was wir schlecht fanden, was wir verbessern wollen. Genau. Und diesen Tagesablauf verlaufen wir jetzt einfach innerhalb von 7 Minuten. Was halten Sie davon? Na denn, beginnen wir quasi mit der Stille. Und es geht so, wir begeben uns an die Position. Genau. Dann kommt ein hörbares Signal, das werde ich vielleicht im Klavier spielen. Dann schließen wir die Augen, beobachten unseren Atem, bis wieder das Anfangssignal erklingt und wir daraufhin die Stille abschließen und die Augen wieder öffnen. Genau, genießt. Ein Anfangssignal. Abschließend tun wir das dann meistens damit, dass wir 3 Atemzüge zusammen nehmen. Und zwar synchron. Versuchen das mal. Da sind wir meistens im Raum angekommen und können starten mit voller Energie und beginnen dann ein kurzes Warm-up. Das ist der Beweis, dass wir wirklich Stille machen. Da sitzen wir im Kreis und machen das, was ihr gerade gemacht habt. Warm-up. Steht auch mal alle kurz auf.
So, und versuchen wir kurz so hoch, also da sind irgendwie so Äpfel an der Decke, die ihr gerade so erwischen könnt. Und wo manche noch ein bisschen zu weit weg sind und man so ein bisschen über sein. Also, genau. So dehnen muss, dass man gerade so an den Äpfel. Ja. Sehr gut. Okay. Dann hüpfen wir mal ein bisschen. Wir lassen quasi alles irgendwie locker was rumgehen. Arme. Atmen, aber nicht. Der Atem nicht vergessen. Und dann klopfen wir uns ein bisschen ab. Der linke Arm. Der rechte Arm. In den Rücken. Also wir kommen wahrscheinlich gerade nicht runter zu den Beinen. Deswegen gehen wir mal auf den Kopf und machen ein paar Regeltropfen auf den Kopf. Gehen ganz sanft auf die Schläfen. Genau, dann machen wir da. Wärmen wir das Gesicht auf. Und versuchen jetzt, wir tun so, als würden wir eine ganz, ganz saure Zitrone essen. Und versuchen, sie zu schmecken. Und jetzt spucken wir sie aus. Sehr gut. Und selbst vielen Dank. So, das habt ihr jetzt auch geschnappt. Ja, wer weiß, dass wir auch brauchen. Genau. Wir kommen zur Rekomposition. Warum wir rekomponieren ist, weil wir manchmal einfach Dinge mit dem heutigen Ohr anders hören wie der Bramsport zum Beispiel. und deswegen wollte ich ein kurzes Beispiel geben, was wir vielleicht verändern, wie das dann anders klingt. Also das ist das Original. Entschuldige mich für die Soundqualität dieser Boxen. Das klingt natürlich normalerweise ein bisschen anders.
Aber was trotzdem noch kommt nach dem Konzert, ist eine kleine Feedback-Runde. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr während dem Konzert, während ein kleines Konzert ist, euch überlegen, was ihr noch eine Frage für euch habt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die jetzt quasi die normalen
die Freiheit, um nicht nur auf uns zu agieren zu können. Das ist auch uns erleichtert in unserer Scheiße. Das können wir uns sehr wohl vorstellen, je nach Möglichkeit. Ja, mein Problem ist das, was ich mache, und du passt. Also geistlich und körperlich arbeiten. Das ist die beste Prävention für Demenz. Ja. Und wir haben Bewegung, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Und wir haben eine Architektur, ein Museum und ein Konzerthaus. Wir haben eine Architektur, ein Museum haben wir unsere Leute auch nicht. Ja, und das schafft man auch gerne. Noch eine Frage? Ich habe eine einzige Frage. Warum spielt ihr in der Schweiz? Ja, bitte. Ja, wir machen das. Ja, tatsächlich ist es. Der Name hat sich ja schon mal zurück, wenn ihr jetzt fast gespielt. Allerdings. Jetzt ist die Marke, aber die ist nicht so drücken. Ja? Die ist sehr geeignet. Ja, machen wir. Die Marke, und die Tonmaler, die wir jetzt renoviert, 3 Jahre. Die Marke, aber das ist eigentlich gerade so. Provisorium und da fangen wir an, Tonkonzerte statt, das haben wir jetzt umgemacht. Das kann man jetzt relativ gut verarbeiten. War ich schon in der Elfi? Ja. Ja, das ist genau, das erinnern Sie mich. Ja, wir werden helfen. Ja, cool. Dann, Danke, ja. Genau.